Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Feed the Beast KSL Ultimate, nur mit mir. Wir müssen uns jetzt hier diesem Problem annehmen. Und zwar werde ich erstmal das Problem aussehen. Das ist so schrecklich hier. Gut, zuerst machen wir es mal so, dass ich hier die Energie kappe. Zack. Dann dürfte gleich hier erstmal Schluss sein. Oder? Oder? Wie viel Energie hatten wir noch? Hallo, hörst du jetzt mal auf? Naja, ich habe mir hier den Zauberstab von Soto gegeben. Und noch ein paar, eine Brille, damit ich zur Notfall wieder aufladen kann. Und jetzt werde ich es dann gleich so machen. Und zwar brauche ich jetzt erstmal Holz. Der hat hier schon den ganzen Rahmen abgebaut. Fuck. Aber warum? Warte mal, da brauche ich doch eigentlich jetzt den Zauberstab nicht mehr, oder? Ja, doch, für ihn. Ich bin hier schon den ganzen Rahmen rausgezogen. Ah, wie toll. Ja, okay, die Baumfarbe gerät ein bisschen außer Kontrolle. Aber ich wollte doch nur Saplinge haben. Apfel! Sag mal, wann ist das denn? Ich hab doch die Energie gekappt. Da kann doch jetzt gar nichts mehr kommen. Wie viel Speicher haben denn die? Doch gar nicht. So, jetzt ist aus. Ist da noch so viel? Okay, nee, ich frag nicht. So. Jetzt suchen wir uns einen schönen. Jetzt mache ich mir erstmal eine Schüssel. Erstmal eine Schüssel. Schüssel, Schüssel, Schüssel. Da muss ich gucken, welche war denn das? Ich habe das gesehen. Wahrscheinlich mit Z. Nee, auch nicht. Tja, wenn man jetzt wüsste. Aber warte mal, das war die von Carpenters Blocks, gell? Add.mod Carpenter. Achso. Carpenters? Oder ist es die? Die da war das. Ups. Das wollte ich jetzt nicht. Sollte vielleicht wieder umstellen. So. Ich will nur angucken, wie die gemacht wird. Ach, okay. Nicht so einfach. Hi, Hundi. Zack. Zack, dann bitte brauche ich eine Schüssel. So, wie ging das? Rechtsklick? Ah, genau, da reinlegen. So, mit was bauen wir denn am besten? Was bauen wir denn am besten? Mit Stein? Koppel, was gibt's denn? Zeig mir mal, was gibt's denn bei Stein, wenn ich jetzt da ein Stein reinlege. Aha. Die sehen doch eigentlich cool aus. Gib mir mal die da. Oder? Das jetzt hier benutze.
Wahrscheinlich werden die beiden mich dann wieder für meinen Geschmack verfluchen, aber das ist mir jetzt dann auch ziemlich pralle eigentlich. Sieht schon irgendwie komisch aus, wa? Egal. Gib mir noch ein bisschen Stone. Schüssel her. Der war das, gell? So. Bin ich jetzt auch mal ein bisschen kreativ. Jetzt kommt wahrscheinlich dann... Sutter kommt dann wieder an und sagt, ich soll nicht denken oder so. Gott sei Dank sehen die das ja erst in knapp einer Woche. Hoffe ich zumindest. Ich werde sie auf jeden Fall nicht spoilern. So. Ich kann es mal nicht fassen, dass der hier schon... Oh, wir kommen reingucken. Dass der hier alles schon rundherum abgebaut hat. So schlecht sieht es doch gar nicht aus, also bitte. Das ist Kunst. Das gehört so. Das muss so aussehen. Außerdem nur von Holz gestützt, das ist ja auch langweilig. Muss ja ein starkes, stabiles Haus sein. Es wird von Stein zusammengehalten. Und ein bisschen Holz. Plan. Ach verdammt. Gib mir nochmal Stone. Nochmal die Schüssel. So. Bäh. Hier habe ich alles. Da auch. Ich glaube, jetzt habe ich alles. Oder? Gut, Inhalt jetzt nicht, aber... Sollen sich die anderen dann den Kopf zerbrechen drüber? Der, Moment, jetzt muss ich gucken, ob der Innen auch was abgebaut hat. Aber dürfte eigentlich nicht, weil das keine Verbindung zu außen hat. Nein. Das sieht eigentlich noch alles gut aus. Okay, halt. Hier. Yeah. So. Gut. Das gehört so. Das ist alles. Die Schüssel kann ich eigentlich mal hier in mein Täschchen legen. Dann brauche ich ja das hier auch nicht mehr. Gebe ich hier mal rein und den Zauberstab lege ich auch mal da rein und gebe ich hier dann wieder. Dann kann ich meine Exo-Googles wieder anziehen. So. Gut. Dann können wir die Baumfarm ja auch wieder anschmeißen. Wir brauchen ja immer noch Säpplinge. Bitte einmal hier. Also in den Pipes ist auch noch Energie drin. Okay. Wallet. So, und hier mache ich auch wieder eine Verbindung. So. Dann brauche ich nochmal Dirt. Mach ich hier wieder zu. So. Gut, dann kann das jetzt hier fleißig weitermachen. Aus mit den Saplingen. Bisher noch keine Überproduktion. Key. Na gut, das dauert alles ein bisschen. Können wir uns ja dem nächsten Problem zuwenden.
erstmal das Ding hier wieder auffüllen. Und zwar einen Tesserakt bauen. Und ich glaube, dafür muss ich dann erstmal farmen gehen. So, und hier. Wie viel haben wir eigentlich noch Fertilizer? Ach, zweites geht schon schnell runter. Na gut, und hier ist immer noch weniger, weil hier fast schon wieder leer ist, oder? Naja. Kohle. Brot. Brot haben wir nur noch zwei. Gut, und da ist ja auch nichts mehr dran, ne? Naja, mal schauen, wie lange es hält. Ich kann ja eigentlich erstmal farmen gehen. Weil, genau, schauen wir mal nach, was wir für den Tesserakt brauchen. Tesserakt, genau. Wir brauchen den Frame und dafür brauchen wir Enderium. Das ist ekelhaft. Nämlich, wir brauchen Enderium Blend und dafür brauchen wir Shiny Metal. Und das kriegen wir nur aus Ferrus Pendladit. Und davon nur 10%. Warte mal, haben wir Pen. Zwei Stück haben wir davon. Vielleicht kriegen wir da sogar was raus. Schauen wir mal. Weil das ist dieses, ja, Nebenprodukt, was man vielleicht rauskriegen könnte, aber da einmal schon nicht. Und da ist Polarizing Shining Metal. Da, eins haben wir schon. Brauchen aber mehr. Das heißt, da hier ist die zweite Zelle, die ich gemacht habe. Aber immerhin haben wir sie jetzt schon mal. Was ist denn das da? Achso, Item Duct. Gut, dann werde ich mich jetzt wohl mal kurz so ein bisschen aufmachen und farmen. Dann brauche ich dich nicht. Dich brauche ich. Den da zur Seite, den kann ich eigentlich mal einpacken. So. Ach stimmt, jetzt hat Kaden seine Portal Gun noch. Die hätte ich jetzt gerne mitgenommen. Haben wir noch Fackeln? Nein, haben wir nicht. Ups. Mal ein paar Sticks. Und mal ein paar Fackeln. Nur zwei Sticks müssten eigentlich reichen. Gut. Ja, ich weiß, ich darf das. Ah, das ist aber schön, dass ich das jetzt machen darf. Und ich mache so. Das darf ich immer nie machen. Oh, hier ist noch Gold drin. Machen wir hier einmal Ingot. Dann füllt er das von alleine. Bis ich wieder da bin. Beziehungsweise hier habe ich ja kein. Wir haben ja keinen Chunk Loader, ne? Naja gut, gehen wir mal gucken, wo gehen wir denn minern? Wir haben hier noch einmal. Moment, wie sieht mein Hammer aus? Achso, gut. Was ist das denn? Das ist beschriftet. Ich dachte, Sota hätte das beschriftet. Na, gehen wir mal gucken. Wo sind wir hier? Ach ja, hier ist ja das. Eine Portal. Boah. Ja, Hilfe, ich hänge fest. Na ja, was, dann butteln wir uns halt hier einfach mal eiskalt nach unten. So. Gut. Habe ich gar kein Thema, dass ich mich mit euch bereden könnte. Fällt jetzt gerade auf die Schnelle auch nichts ein.
da unten. Doch wieder böses Zeug, oder? Ja, das ist ganz böses Zeug. Das ist Gift. Nein, nicht schon wieder reinfallen, verdammt. Dann werden wir hier mal noch ein Stückchen geradeaus weitergraben. Bis wir über diesen Giftsee hinweg sind. Genau, vielleicht könnten wir ja mal so ein bisschen schleichwerbungmäßig über meinen anderen Kanal reden. Denn auf Vlogs habe ich ja letztens ein Video hochgeladen, die Nachtschicht. Und ich habe auch für die nächste Nachtschicht schon ein Thema, das ist diese Woche. Ich denke mal Freitag oder so werde ich dieses Video dann herausbringen können. Mal sehen. Und darüber werden wir dann auch reden. Ich werde noch nicht spoilern, worum es geht. Dafür müsst ihr euch dann schon das Video angucken. Und ich bin dann auch gespannt, was ihr dazu zu sagen habt. Auf welcher Höhe bin ich denn? Ach, das ist ja noch gar keine Höhe. Gehen wir mal noch ein bisschen weiter runter. Dürft ihr dann auch gespannt sein, was ich da mit euch zu bereden habe. Na, kaputt. Kohle. Was brauche ich denn noch für Ruth Metal? Ja? Das ist das, wo ich Shiny rauskriege. Das findet man, glaube ich, auch eher relativ weit unten. Plopp, oh, Kohleader, große Kohleader. Und Appetite, oh. Und Tin. Ah, verdammt, das dachte ich schon, jetzt hätte ich das richtig auf Anhieb erwischt. Aber so generell Erze sind ja gar nicht verkehrt. Genau, und ich möchte ja den Tesserakt haben, weil ich einen Quarry gebaut habe, beziehungsweise einen Quarry hatten wir ja schon. Ich habe den nur zu einem Quarry Plus umgeändert, geupgradet. Den möchte ich dann aufstellen. Das Problem ist, ich brauche dafür ja auch noch Energie. Darum die Baumfarm, damit wir dann die Generatoren benutzen können. Denn ohne Strom nichts los. Das heißt eigentlich ohne Moos nichts los, aber das ist ganz, ganz, ganz gut. Und ich sehe gerade, wir sind schon wieder über der Zeit. Scheiß die Wand an. Gut, dann sage ich erstmal tschüss und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.